Hey Leute, und willkommen zu einem neuen Part von Dynasty Tactics 2. Ja. So, Moment. So. Ja, wir sind hier stehen geblieben, indem wir Bo Wang angreifen werden. Und ja, ich hoffe, euch gefällt meine neuen Let's Play Projekte. Momentan lade ich jetzt, habe ich gestern Tenchu ein Part hochgeladen. Jetzt lade ich den nächsten hoch, weil der auch nicht gerade lang war. Und wenn die Zeit sich ergibt, werde ich vielleicht noch einen zweiten Part heute hochladen, aber so genau weiß ich es auch noch nicht. Ja, Liu Bei, wir haben ja alles vorbereitet. Die zwei Zivilisten können wir nicht rekrutieren und starten in die nächste Schlacht. Naja, der entsendet hin und wieder auch mal Spione zu uns, um ganz einfach unsere Moral zu dezimieren, unsere Truppen anzugreifen, etc. Durch Spione lassen sich natürlich auch unsere Truppen verringern. Ich muss noch mal kurz was trinken. Ich hoffe, es von der Lautstärke reicht, so. Von meinen Gesprochenen. Wir kämpfen gegen Zhang Liao. Mal sehen, ob er diesmal mehr drauf hat. Besiegen den feindlichen Kommandeur, okay. Garn-General. Der lässt sich vielleicht rekrutieren. Wir haben den zweimal abgeworben. Guo Jiao, Cao Hong, Zhang Liao und... Okay, vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Der hat Verwirrung 2. Da kann er erheblichen Schaden anrichten. Guan Yu. Du wirst gepusht. Die Taktiken von Liu Bei sind die identisch mit Sun Quan. Oder Sun Quan. Der hat nämlich die gleichen Taktiken drauf wie Liu Bei. Komm, hier, anregen. Natürlich werde ich versuchen, den gefangen zu nehmen. Vielleicht lässt er sich rekrutieren. Aber auch nur vielleicht. Wir werden sehen. 21 Moral. Uff, wie mache ich das jetzt am besten? 3, okay. Wir machen es so. Wir rücken erstmal vor, machen gar nichts. Und wir greifen oder machen. Ne, wir machen vertreiben, da können wir den Garn-General auch noch. Überfall lassen wir. Ja, an der sollte Geschichte sein. Mal sehen, wie viel es abzieht. Naja, nicht gerade viel. Aber egal, das ist mehr als genug. Jetzt kriegen wir als Combo Doppelklinge. Wie gesagt, weil Guan Yu und Zhang Fei befreundet sind. Deswegen gibt es sowas wie Doppelklinge, Familienbande und. Und Überfall. Du wirst gefangen genommen, mein Freund. Ich habe mir natürlich auch überlegt, ob ich heute, am heutigen Tag, wenn der gute Zero heute nicht vorbeikommt, Kessen 3 anfange aufzunehmen. Aber da bis jetzt hat bei Tenchu noch niemand rumgemeckert wegen der Musik oder so, was auch schon mal sehr positiv ist, und das freut mich natürlich. Kettenangriff machen wir, damit wir ganz einfach ein bisschen mehr Schaden machen können. Kette, so. Der muss ja auch mal Level aufsteigen. Go! 817. Na, den werden wir jetzt nicht kalt kriegen. Oder? Doch. Super. Besser kann es gar nicht gehen. Taktik erlernt, bestimmt Pfeil oder so etwas, was wir jetzt nicht gebrauchen können. Die Taktiken, die wir erlernen, sind nur für die jeweilige Schlacht verfügbar und nicht für zukünftige Schlachten. Aber da ja das eine Lanzeneinheit ist, hilft uns eine Bogentaktik überhaupt nicht. Und Zhang Liao hat sein eigenes Grab gewählt. Guo Jiao hat irgendwie
das Gesicht, sage ich jetzt mal, aus Dynasty Warrior von Simai. Kurios. Was? Oh nein. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt wäre es gewesen. Da wäre Zhang Fei und Dingens, unser zweiter Stratege, eben halt. Naja. Wieso sage ich überhaupt was? Wieso? Das war ja klar, dass es funktioniert. Ja, als auf den Schwierigkeitsgrad Anfänger kann man sich ruhig noch solche Patzer erlauben. Aber sonst sollte man auf höheren Schwierigkeitsgrädern sollte man versuchen, dies zu vermeiden. Durchbruch. Machen Attacke. Weil es so schön ist. Jetzt könnten Hilfe oder Tausch? Ne, komm, wir machen Hilfe. Hilfe und Tauschen, ja. Komm, jetzt machen wir alle unsere Taktiken weg. Zwar können wir Zhang Liao auch nicht gefangen nehmen, aber ja, geil wäre es trotzdem, wenn es funktionieren würde. Oh Mann, ey, seht ihr, was wir, desto höher die Combo ist, desto mehr machen wir am Schaden. Und Zhang Liao hat einen Schaden. Die Schlacht ist gewonnen. Desto höher Liu Bei in Level ist, desto besser ist das auch für die Armee. Desto mehr Offiziere kann er mit sich führen. Okay, Statistik. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Chu kann wieder. Ich hoffe, ich tue natürlich die Namen richtig aussprechen. Wenn nicht, tut es mir leid. Wan Ping kann eine neue Taktik, Zhang Fei und Zhao Yun. Okay. Kann eine Infanterie auswählen, mal gucken. Ich will nicht sinnlos töten, wollt ihr nicht mit mir arbeiten? Ich bin vom Glück beschieden, ich war fest davon überzeugt, dass ich getötet würde. Ja, das ist schon mal ein Anzeichen, dass der sich uns jetzt anschließt. Zhu Ling wird seine Waffen niederlegen, empfangt mich in euren Reihen. Endlich stimmt ihr zu. Es ist mir eine Freude, dass ihr euch uns anschließt. Verdammt! Was ist los, Zhang Fei? Beruhig dich! Dieser verdammte Hund, Liu Zong. Fürst Liu Zong, der Nachfolger von Liu Biao, was hat er verbrochen? Er hat uns verraten und sich Cao Cao ergeben. Was? Dieser Narr! Mein Fürst, wir müssen sofort abrücken oder wir werden von beiden Seiten angegriffen. Lass uns nach Jiangyang ziehen und Fürst Liu Song seine Torheit aufzeigen. Sag den Leuten, dass es ihnen überlassen ist, ob sie bleiben oder mit uns ziehen. Jing und der Süden. Nächstes Kapitel. Fürst Liu Song. Liu Bei von Jin He ist hier. Öffnet euer Tor. Die Festung Jiangyang ist komplett abgeriegelt. Dieser Narr versucht uns auszusperren.
Warum, Liu Song? Ich möchte nur das Volk von Jing schützen. Mein Fürst, sollten wir hier verweilen, wird Cao Cao uns erwischen. Lasst uns für den Augenblick nach Jiangxia flüchten, wo unsere Verbündeter Liu Kui auf uns wartet. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Leute auf unseren Marsch mitzunehmen. Die Strapazen wären gewaltig. Liu Beis Streitkräfte fliegen gemeinsam mit dem Volk nach Jiangxia. Besetze Jiangxia im Zeitlimit. Wir haben 10 Züge Zeit. Unsere Hauptstadt darf nicht besetzt werden. Okay. Okay. Liu Bei bricht auf. Cai Mao, seid ihr sicher, dass ihr das Richtige tut? Der Zusammenschluss mit Liu Bei wird euren eigenen Untergang heraufbeschwören. Für euer eigenes Wohl. Er muss abreisen. Ich kenne mich in der Politik nicht aus. Seid ihr sicher, dass ihr richtig liegt? Cao Cao ist wie ein hungriger Tiger. Das Beste ist, sich ihm zu ergeben. Früher oder später wird Liu Bei dem Premierminister Cao zum Opfer fallen. Okay. Dieser Hund hat uns verraten. Aber wir können leider auch nicht Spione, glaube ich, entsenden. Die Straße sehe ich auf jeden Fall nicht. Wenn wir Pech haben, rekrutiert der nämlich alle. Aber wenn wir ihn hier in der Schlacht nämlich gegenübertreten, lässt er sich auch mit einmal gefangen nehmen rekrutieren. Das gleiche geht auch für ihn hier. Aber wen haben wir hier noch als Zivilisten? Kuai Ling. Der lässt sich nicht von uns rekrutieren. Und warte mal, wen brauchen wir jetzt da nochmal? Sorry, wenn ich das immer wieder mal vergesse, aber... Chuzu, okay. Machen wir einmal provisorisch einmal. Gucken, ob wir... Ich glaube, wir können da nicht rüber. Nee, wie ich es mir dachte. Den können wir auch gleich wieder entlassen. Wir werden schon mal vorrücken. Mal sehen, ist hier ein Mystiker? Ja. Wen gehen wir da hin? Ach, ihn hier. Ihr habt mich gefunden. So sehr löblich. Als Belohnung werde ich euch eine Taktik lernen, die euch in der Schlacht von Vorteil sein wird. Wenn ich eine neue Taktik lernen kann, dann nehme ich euer Angebot an. Überfall. Nee, das ist nichts für dich. Wen geben wir die Taktik? Komm, Liu Feng, du kriegst die, auch wenn du sie nicht einsetzen kannst. Ich stehe in eurer Schuld, ich werde diese Taktik weise einsetzen. Ihr solltet beständig danach streben, euch zu verbessern. Lebt wohl. Also, ja, unsere Armee bräuchte noch... machen wir normal vertreiben, so... Und da sind seine Taktiken voll. Hinterhalt. Ja, du kriegst Hinterhalt. Ja, du kannst auch den Hinterhalt-Ding haben. Weil Zhao Yu macht auch so schon genug Damage an den Gegnern. Ja, was anderes können wir aber auch nicht machen. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. 13 Minuten, das schaffen wir jetzt noch. Weil gleich, glaube ich, nach der Schlacht noch viel mehr Lesestoff kommt. Okay. Aber ich hoffe, der rekrutiert die nicht. Ich möchte rekrutieren. Liu Bei, ihr werdet mir nicht entkommen. Ich werde euch zerschmettern. Meine Freunde, wir müssen den Feind angreifen und wir müssen gewinnen, um das Volk zu schützen. Ja, die Schlacht bei Shangban, eine sehr berühmte Schlacht. Aber ist hier leider keine so mit Brücke oder so. So wie es halt in den Geschichtsbüchern steht. Jetzt können wir wegdrücken, jetzt müssen wir nicht jedes Mal zu Ende laufen lassen. Feindlichen Kommandeur besiegen, 15 Tage haben wir Zeit. Dreifach Taktik-Kombo einsetzen, das sollte kein Problem sein. Können wir hier jemanden rekrutieren? Zheng Gong, ne, der lässt sich nicht rekrutieren. Aber ihn hier lässt sich sehr leicht rekrutieren.
Nehmen wir uns vor. Wir nehmen Cao Cao die Streitkräfte weg. Was machen wir? Ja, es ist halt alles ein bisschen scheiße gelegt. Machen wir Guan Ping. Kobe können wir nämlich nicht einsetzen durch den blöden Fluss. Könnten wir schon einsetzen, aber ich möchte auch Zhuge Liang nicht so weit vorausschicken, beziehungsweise wieder nach hinten ziehen. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Hier machen wir Anregen, damit wir in der nächsten Runde nämlich eine bessere, naja, damit unsere besten Streitkräfte halt als erstes ziehen dürfen. So, was machen wir jetzt am besten? Der hat sammeln, wechseln den Rücken. Ja, wir riskieren es, setze Attacke ein. Vielleicht setzt er ja Rücken ein. Da ist zwar Guan Yu dann verwirrt, aber Guan Yu kann das leicht wegstecken. So, Zheng Fei, du bleibst erstmal hier. Mit ein bisschen Glück schluckt er den Köder. Hilfe. Okay, vertreiben. So, sollten wir eigentlich auch die, ja, die Dreier-Kombo geschafft haben. Da wird auch Guan Yu nochmal gepusht. Falls er verwirrt wird und die Moral ein bisschen fällt, hat er eben halt noch genug Moral, um nicht gleich als letztes irgendwann mal zu ziehen zu dürfen. So gelobe ich mir das. Vertreiben, 100%. Bam. Scheiß Infanterie, ihr habt nichts entgegenzusetzen gegen Kavallerie. Zheng Gong wurde besiegt und wir haben die Belohnung erfüllt. Goldvase. Ich glaube für Support oder dass wir mehr Gold am Ende der Sch also bei nach jeder beendeten Schlacht und nach jedem besiegten Gegner bekommen. Aber ganz so genau weiß ich es aber auch nicht, weil ich tue auch nur bestimmte Gegenstände Offizieren geben, wenn ich weiß, dass die auch Werte verbessern. Ja, komm, machen wir Anregen. Wir können es halt. Naja, nach der Schlacht werde ich auch den Part vermutlich beenden, weil 25 Minuten will ich ja irgendwie versuchen beizubehalten. Wenn es 30 Minuten halt sind, wenn es nicht anders geht, dann ist das auch noch in Ordnung. Ah, komm her. Du kannst Grube einsetzen. Auch 85%. Ne, es wird tricky. So. Naja, ich wusste, dass es nicht funktioniert. Aber versuchen muss man es hin und wieder. Man lernt aus seinen Fehlern. Der macht Anregen, schlägt aber fehl. Naja, bin ich nicht der Einzige, bei dem die Taktik fehlschlägt. Mann, er hat den Köder nicht geschluckt. Fuck. Doch, jetzt würde. Jetzt setzt er dann auch gleich noch Rücken ein. Aber Guan Yu muss jetzt einiges wegstecken. Das ist auch gut, dass Guan Yu dann noch dasteht, weil nämlich dann kann ich die komplette Taktiken von Zheng Fei nutzen. Weil da wird er mit Höchstwahrscheinlichkeit rekrutiert. Aber die meisten Offiziere, die ich vielleicht von Gegnern also überreden werde, dass sie sich uns anschließen, werde ich hauptsächlich nicht in die Armeen mit einbeziehen. Es sei denn, das sind so Helden wie Zhao Dun, aber die werden ja nicht rekrutiert. Die können sich leider nicht rekrutieren lassen. Tempo, Macht.
Naja, Macht nutzt jetzt Guan Yu auch nichts, denn er ist verwirrt. Na, wer ist als erstes? Komm, du setzt Attacke ein. Oder? Ach komm, was soll der Geiz? Ich versuch's euch mal zu zeigen. Die Verwirrung 3. Und sie klappt sogar. Da seht ihr nämlich auch, was nämlich eine Voraussetzung erfüllt sein muss. Man muss irgendwie in der Mitte stehen, links von ein und vorne. Es geht auch in den anderen Richtungen. Oder wenn man komplett umstellt ist, dann sollte die Taktik eigentlich auch funktionieren. Aber das habe ich aber auch noch nicht geschafft, dass nämlich von allen Richtungen nämlich Feinde sind und ich die Taktik einsetzen konnte. Das ist mir halt noch nicht passiert. Ja, ich möchte sicher gehen, dass nämlich der Typ hier auch. Na komm, da kann man auch Überfallen nutzen. Dann sollte der auch rekrutiert werden können. Desto weniger Cao Cao auch nämlich Offiziere hat, desto besser ist es auch für uns. Der ist definitiv jetzt auf unserer Seite. Gefangen, du gehörst mir. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Und ja. Flanke, Tacke, Durchbruch, Vertreiben und dann zum Schluss Vertreiben 2. Garn-General ist auf jeden Fall erledigt. Und wenn wir Glück haben, ist Shao Yuan nämlich auch erledigt. Zuerst werde ich aber auch den. Es gibt in jeweiligen Stories, also in den Geschichten, gibt es bei jedem Charakter nämlich zwei Wege und ich werde als immer als allererstes den historischen Weg gehen. Hier habe ich mir auf jeden Fall überlegt, gehe ich den historischen Weg erstmal, bevor ich den anderen Weg gehe. So, die Schlacht haben wir auch wieder gewonnen. So leicht geht das. Naja, einige werden sich jetzt sagen, ja, ey, du spielst ja auch auf Anfänger, ist ja wohl klar. Ja, aber ich möchte ja auch so gut wie es geht auch alles zeigen und in ein paar Jahren sage ich jetzt mal, wenn Interesse besteht, dieses Spiel nochmal Let's Playen zu so. Wenn ich das Spiel nochmal Let's Playen sollte, dann werde ich natürlich auf Profi spielen, werde ich mich am Profi versuchen. Sieg. 4 Minuten haben wir, vielleicht können wir in der Strategiephase noch ein bisschen was tun. Ja, sollte aber jetzt auch eine Cutscene kommen und ein bisschen Gesprächsstoff und dann, ja, mal gucken. Okay, keine neue Taktik. Ja, ich will überreden. Es wäre in eurem Interesse, wenn ihr euch stillschweigend ergeben würdet. Ich bin vom Glück beschienen. Ich war fast davon überzeugt, dass ich getötet würde. Chou wird seine Waffen niederlegen, empfangt mich in euren Reihen. Endlich stimmt ihr zu. Das beweist meinen Wert als Offizier. Der hat sich jetzt auch nicht nur uns angeschlossen, weil wir den anderen Offizier vorher rekrutiert haben. Der hätte uns auch so uns angeschlossen. Fürst Zhao Yun, Fürst Liu Beis Familie wird vermisst. Was? Offensichtlich wurden sie während der Schlacht zurückgelassen. Es ist meine Pflicht, mich um die Familie meines Fürsten zu kümmern. Ich werde nach ihnen suchen. Mit dieser gewaltigen Armee da draußen macht euch nicht lächerlich. Die Rettung von Zhao Yun.
Go show them what you've got. I am Xiao Yun of Changshan. Come and face me if you dare. Bruder, hast du das gesehen? Zhao Yun ist vorgeprescht, um Cao Caos Armee alleine anzugreifen. Was für ein Leichtsinn. Was? Und du hast nichts gesagt, um ihn aufzuhalten? Er ist ausgezogen, um deine Familie zu retten. Es wäre ehrlos gewesen, ihn aufzuhalten. Du bist ein Narr. Hä? Zhang Fei, du verstehst nicht. Wir müssen Zhao Yun helfen. Zhang Fei, lass die Truppen kehrt machen. Wir werden Zhao Yun retten. Liu Beis Streitkräfte kehren nach Yicheng zurück, um Zhao Yun zu retten. Ja, wir müssen die Stadt wieder besetzen, die eingenommen worden ist. Die sind immer noch da. Naja, der wird uns vielleicht angreifen. Ich werde jetzt einige Vorbereitungen noch treffen und dann... wir brauchen ja... Okay... Aber es ist auch scheiße, dass wir nichts haben, um schneller voranzukommen mit Spionen. Wir schicken Zhu Chu los. Und Zhu Guilian kommt wieder mit rein. Wen Yu, du kommst mit rein. Zhang Fei auf jeden Fall. Habe ich Zhang Fei nicht die Taktik gegeben? Oder bin ich blöd? Ach ja, stimmt. Zhao Yun ist ja nicht da. Wen nehmen wir mit rein? Wir machen auch jetzt Stratege Mizu rein. Und nehmen noch eine Support-Einheit mit rein. Ja, du hier. Aber wir werden erstmal versuchen, die einige noch zu rekrutieren, wenn wir es natürlich schaffen sollten, weil, wie gesagt, ist hier was besetzt, dann können wir auch, oder ich hebe mir das noch auf, weil ich glaube, da kann die vier Zivilisten eh nicht rekrutieren. Und ja. Ja, wir machen das nächste Folge. Da können wir die Armee nämlich, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, splitten. Und da können wir Jiangxiang einnehmen. Und da haben wir dann auch mal einen Belagerungskampf. Und dann können wir auch nämlich leichter die Rekrutierung dieser Einheiten nämlich vollziehen. Wenn wir Glück haben, können wir auch Liu Zong auch rekrutieren. Der lässt sich auch sehr leicht rekrutieren. Okay. Aber in diesem Moment will ich den Part erstmal beenden. Und haut rein und...